So, wieder bei Deponia. Ja, Goal aufgeweckt, Goal uns umgeboxt, Goal sagen wir sollen Klitoris oder so finden, ne? Gut, jetzt. Gehen wir ins Rathaus. Zahl. Jetzt pennt der Adam. Trichter. Nee. Mikrofon. Er ist und bleibt ein Penner. Nein, Penner. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Haha! Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Wacko, wacko, wacko. Wacko, wacko. Nice. Mit der Uhr können wir bestimmt irgendwie zu dem Posting, oder? Muss einfach so gehen. Klar. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? Okay, du Poststelle. Nee. Postbote. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Von wo aus kann ich funken? Mann, bist du langweilig. Was ist das für eine Katze? Kratzen? Was ist das für ein Kratzen? Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren.
Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich und... Oh nee, nicht schon wieder. Text mich nicht voll. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkastenputzmittelersatzsack. Potzdonner. Bis später. Was? Wo sind die Kätzchen da unten? Fehler. Dann halt nicht. Aha. Katze. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Fehler. Dann halt nicht. Okay. Stopp. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Magneten, damit kann ich bestimmt den komischen Postboten irgendwie... Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Fehler. Dann halt nicht. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nach... Also, kein Grund... Das sind toll. Vielleicht können wir noch irgendwie Luftballon aufblasen. Ist das nicht für was, oder? Geht. Noch einen aufblasen. Einer reicht. Ja, na gut.
Kann ich mit dem machen? Gizmo guckt da. Ja. Dafür brauche aber ich. Gizmo hat mein Unterbett. Die Kätzchen high machen oder so. Ich quäle keine Tiere und im. Mann. Ich quäle und im. Ich will das nicht verstehen. Wen? Der einzige. Fehler. Dann halt nicht. Fehler. Dann. Oh, langer. Fehler. Dann halt nicht. Vogel. Fehler. Dann halt. Fehler. Dann halt nicht. Fehler. Tricky. Ah. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Die arme Katze. Es ist Hasi-Vieh. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. So assig. Was war denn jetzt? Fehler. Dann halt nicht. Total. Den Horchposten. LOL, hab ich gar nicht gesehen. Hey, Kuhu. Hallo. Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Ich muss... Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Das sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Oh. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Oh, gedisst. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass... Ist das... Ja, das ist... Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito?
Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Ich gehe dann. Mach du so. Sehe ich genau. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Pöck. Gurr. Eins, drei, zwei, oder was? So, ey. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Gurr. Hier, zwei, hm. Gurr. Ich lass sie mal so. Vielleicht bringt. Hey, huhu, hallo. Hm, ja, was gibt's? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Genau. Damit kennt sich das einzig... Und der Punkt ist... Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... Und die... Der nicht nötig. Gold trinkt. Ah ja. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin.